Hey Leute, es geht weiter mit Quadrant. Hui, hui, hui. Nach gefühlten 100 Mal habe ich es jetzt geschafft. Hier ist die Tür. Da sind wir beim letzten Mal gewesen. Und jetzt geht's weiter. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Das ist ein bisschen wahnsinnig hier alles. Was? Der Watcher wird nicht aufhören. Was Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wir werden hier gerettet. Und das war's jetzt tatsächlich. Damit ist das Spiel beendet. Wow, also es ist... ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin jetzt ein bisschen unter Strom gewesen. Wegen diesen zwei Mega-Verfolgungsjagden, beziehungsweise diesen Unterzeit-Dingern. Das war Quadrant. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Ich hab's mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, ich hätte mehr auf die Story achten sollen, weil ich habe im Ende jetzt überhaupt nicht gewusst, was überhaupt los war. Es ging um den Watcher, um irgendwelche Außerirdischen, aber was genau die jetzt vorhatten und so, ich habe keine Ahnung. Naja, was ich allgemein schöner fände, wär, wenn es auf Deutsch gewesen wäre, dann hätte ich mir die Story auch lieber angeguckt. Naja, horrormäßig hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es war schön. Es war ein schönes Spiel, was gerade schon wieder ziemlich laut ist. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch. Wie gesagt, ein schönes Spiel, was mir Spaß gemacht hat, als unser erstes größeres Horrorprojekt auf dem Kanal. Und ich würde sagen, damit schließen wir hier Quadrant auch an dieser Stelle ab. Ja, da sind wir wieder im Startbildschirm. Habe ich ihn euch überhaupt schon gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Naja, so sah Quadrant wie gesagt aus. So großartig was angucken kann man sich jetzt hier nicht mehr. Wie gesagt, ich muss sagen, die erste, also es gab ja drei Kapitel, drei Episoden, wenn man so will, und die erste Episode hat mir doch mit am besten gefallen. Die zweite war auch noch okay, aber die dritte fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so toll. Da hat man sich so ein bisschen rausbewegt aus dem Haus hier, aus dieser, ja, ich weiß immer nicht genau, was es war, nur eine Forschungsstation, glaube ich. Aber Na, ich weiß nicht. Es hat mir nicht so sehr zugesagt. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es ein bisschen gruseliger gewesen wäre. Aber dem war nicht so. Naja, also hätte ein bisschen mehr was passieren können auch, an Schockern oder so. Aber wie gesagt, trotzdem eine schöne Sache, ein schönes Spiel. Ich danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, es geht weiter mit Horror. Da sehen wir uns wieder. Bis dahin.